So, auf der Suche nach dem richtigen Baum für unsere Rinne. Ich glaube, habe ihn gefunden. Wir werden sehen, was rauskommt. Ich brauche ein 3 Meter Stück und einmal 8 Meter. Aber wir werden diesen hier wohl erstmal nehmen. Wald ist einfach nur geil. So, der zweite Kandidat ist gefunden. Und zwar dieser da. Das ist eh ein Zwiesel. Ja. Denn los. Hier, da wird man gleich sehen, dass 8 Meter frische Kiefer doch etwas schwer ist. Mächtig schwer. Zweite Kandidat liegt dann auch schon mal. Bleiben wir neugierig. Ich habe meinen Wagen vollgeladen mit zukünftigen Dachrinnen. Wie lang darf man fahren? 13 Meter? Glaube ich. Egal, fällt. Waldwege. Und wie es nun mal so ist im Wald, das kann sein, da mal ein Baum im Weg. Aber wir haben ja eine Säge mit. Dann haben sich übrigens mal wieder bewährt. Meine Langholzwagenlichter. Vorne hat sie ins Holz geschraubt und fertig ist. Ja, hier habe ich für die Kettensäge einen Rindenhobel, womit man normalerweise gegen den Borkenkäfer die Baumstämme im Wald entrinden kann. Mit diesem mache ich auch hier die Rinde ab. Erstens würde sie eh abfallen und zweitens sieht das dann nicht mehr so schön aus. Hier zeichne ich die
Rinnenhöhe an. Auf der Oberseite wird sie ja flach, dass ich es besser aushöhlen kann und quasi die obere Rundung schon abgeschnitten ist. Und dass auch beide Rinnen ziemlich gleich werden. Ja, wie gesagt, wird der obere Teil des Baumstammes abgetrennt. Und dieses zeichne ich jetzt an. Nach Gefühl, bei mir waren es 11 cm. Je nachdem, wie groß, wie breit die Rinne werden soll. Dann geht sie los, die Wildschneiderei. Hier nehme ich jetzt den Elektrohobel und glätte quasi die Oberkanten oder Oberflächen der Rinne. Durch den Rindenhobel sieht es doch etwas sehr ruppig aus. Und ja, jetzt werden einfach nur diese groben Späne etwas abgehobelt, nicht allzu sehr, weil sonst hätte ich ja auch ein Kantholz nehmen können. Die Struktur des Baums oder des Baumstammes muss schon vorhanden bleiben. Jetzt schneide ich schon grob den Trog aus der Rinne oder besser die Vertiefung schneide ich links und rechts ein, dass ich nicht so viel mit der Fräse zu tun habe. Ich werde auch noch zwischen diesen beiden Schnitten noch quer kleine Würfel rausschneiden und die dann mit dem Stemmeisen ausstemmen. Das ist der Fräser. Oder der spätere, ich weiß gar nicht, ich glaube, das Teil heißt Trogschäler, ist ebenfalls für die Kettensäge, dort eine schöne Fräsung vornehmen kann. Ja, und hier stemme ich schon, also quasi Zimmermannsbeitel. Ein großes Stechbeitel und Hammer und dann werden die einzelnen Würfel rausgestemmt. Das ist der Trogfräser nicht so schwer hat. Und da ist er schon, dieser ominöse Trogfräser. Das ist ein Vorsatz für die Kettensäge. Ja, immer schön aufpassen. Das Öl aus der Kettensäge rauslassen. Sonst hat man später Schwierigkeiten. Sonst wird der Keilriemen geschmiert. Und das ist, glaube ich, nicht so förderlich. Also, so ist es mir zumindest passiert.
Ja, und dann fräse ich auch schon los. Und es geht sehr gut, meines Erachtens. Und wenn ich immer mal so ein bisschen mit dem Arm wedle, es sind unheimlich viele Mücken. Also Wahnsinn, was so im Herbst noch an Mücken rumfliegt. Also nicht wundern, er hat nichts. Es sind die Mücken, die er sich vom Kopf scheut. Ja, zurück auf der Baustelle, quasi an meinem Feuerholzunterstand, wo die alte Rinne natürlich erstmal abgebaut werden muss. Das Platz ist für die neue, weil den Zuschnitt mache ich ein paar Meter weiter, wegen Späne und Dreck und auch ein bisschen wegen dem Krach. Diese alte Rinne hatte ich mal aus Brettern zusammengeschraubt, quasi einen Winkel, ein V gemacht, aber sie war tja, einfach nur zu klein und hat nicht richtig funktioniert. Es ist übergelaufen über diese Rinne und hat mir den Boden, wo das Feuerholz drauf liegt, quasi zerfressen und die UK auch. Das wird wohl die nächste Baustelle sein, wenn das Feuerholz raus ist, diese Schadstellen quasi zu ersetzen oder zu erneuern. Ja, hier sieht man die Eckausbildung. Ich habe jetzt das nicht 45 Grad geschnitten, sondern ein wenig wie ein Blatt gestaltet, dass die Hölzer aufeinander liegen. Sie werden später noch mit wasserfestem Leim verbunden, in der Hoffnung, dass alles dicht wird. Wie gesagt, ist meine erste Rinne. Ist ja die Versuchsphase. Wie gesagt, der Zuschnittplatz ist ein paar Meter weg und so 8 Meter frische Kiefer, auch wenn es schon mächtig viel Holz fehlt, ist noch mächtig schwer. Daher, ja, Räder vorne dran und los geht's. Hier liegt das lange Teil schon oben drauf auf so Winkeln, ich sage mal auf Ablagehilfen, weil Erdanziehungskraft ist mächtig. Hier werden sie zusammengeschoben. Ich gebe mir hoffentlich die größte Mühe, dass es, was auf den Zuschnittplatz gepasst hat, hier auch passen wird. Ein paar kleine Nachbesserungsarbeiten müssen halt sein. Ja, dann wird es eingeleimt, zusammengezwingt und abgewartet.
Hier kommt jetzt der besagte Purleim zur Anwendung. Die hohlen Flächen, die werden jetzt ausgeschäumt, weil es ist ja Purleim, also der schäumt auf und soll wasserdicht sein. Bleiben wir neugierig. Noch liegt die Rinne auf diesen Ablagehöfen. Ja, ein wenig muss sie schon dahin gebracht werden, dass das Wasser abläuft. Der Baumstamm war ja nicht gerade. Heißt, ein bisschen ausgeglichen, hochgedrückt und abgelassen, weil er ist letztendlich auf seiner Rückseite nur mit der Lärchenschalung, also quasi der Dachhaut, verschraubt. Und da muss man schon ein wenig diesen Stamm dahin drücken, wo man ihn haben will. Zusätzlich bringe ich zur Abstützung der Rinne noch kleine Stützen, kleine Knacken, auch wiederum aus Kiefer, an. Sie werden ein wenig schräg geschnitten, wie Kopfbänder, und unten an den Säulen, an den Stützen der Konstruktion befestigt und unter die Dachrinne abgestützt. Eine kleine Halteschraube dran als Lagesicherung und dann sollte es eigentlich halten. Wie ihr seht, die weihnachtliche Beleuchtung hängt auch schon an. Habe ich von der alten Rinne abgebaut. Sie funktioniert noch. Werde sie dann auch wieder an die neue Rinne montieren. Einfach nur, weil es gut aussieht. Und selbst wenn man an kalten Tagen einfach nur mal an der Grillstelle sitzt oder an der Feuerstelle und hinter einem leuchtet schön das sanfte Licht. Das gefällt mir. Daher muss sie wieder ran, die Beleuchtung. So, war jetzt so gut. Es hängt schon mal. Der Leim trocknet noch. Jetzt werden die Enden noch verschnitten. Quasi die Ausläufe werden noch in Form gebracht. Die Ketten wieder dran. Und dann sollte es eigentlich fertig sein. Wenn die Enden verschnitten sind, die Ketten dran. Dann gibt es natürlich eine Funktionsprobe. Bin selber gespannt. Der Leim ist mittlerweile ausgehärtet. Die Verleimung ist geputzt, dass der Schaum ab ist. Und ja, bleiben wir neugierig. Hier wäre mal noch zu erwähnen, weil ich gerade so schön mit der Kettensäge schneide. Es ist nichts zum Nachmachen. Es ist keine Bauanleitung. Ich mache das so, wie ich es mache. Wie gesagt, immer schön vorsichtig. Safety first.
Lando, unser kleiner Rasenmäher, der interessiert sich auch sehr viel für das, was ich da tue. Er kommt immer mal vorbeigefahren und schaut. Endlich ist es soweit. Funktionsprobe. Wasser läuft. Zwar aus dem Wasserschlauch, aber ja, es läuft. Die Ecke scheint dicht zu sein. Das Gefälle, das passt. Und ja, Wasser läuft raus, Wasser läuft runter. So soll es sein. Also ich freue mich sehr. Zwei Baumstämme. Ein bisschen Arbeit, ein bisschen Spaß. Und fertig ist die neue Rinne. Ja, mir gefällt's. Auf zum nächsten Projekt.